Einsatz der zivilen Drogenfahnder der Polizei Hannover. Runter auf die Knie, hab ich gesagt! Ende in deinem Kopf! Polizeibeamte im täglichen Kampf gegen die Drogenkriminalität. Abgabe an Minderjährige. Ich hoffe, du bist 21, dann gehst du in Untersuchungshaft. So, du kommst jetzt mit, Frieda. Warum? Warum, Alicia, warum? Polizeistation Raschplatz, 19 Uhr. Nicole ist Hauptkommissarin und leitet den nächtlichen Einsatz heute von der Wache aus. Im Außeneinsatz begleiten wir Ralf und weitere Kollegen in Zivil. Aus Sicherheitsgründen nennen wir keinen der Beamten beim vollständigen Namen, machen sie zusätzlich unkenntlich. Lass uns am besten hier mal hoch. Dann verteilen wir uns erstmal, ne? Während unser Kamerateam auf der Wache gerade noch die Technik vorbereitet, nehmen zivile Beamte der Polizeistation Raschplatz bereits einen ersten Tatverdächtigen fest. Ein Fehler. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Die Beamten wurden von Passanten informiert, weil auf einer öffentlichen Toilette gleich neben der Wache ein junges Mädchen mit anderen Süchtigen Kokain zu Crack aufkochte. Die 17-jährige Alicia ist für die Beamten eine alte Bekannte. Denn bereits seit 2 Jahren erwischen Ralf und seine Kollegen das minderjährige Mädchen immer wieder bei der Weitergabe oder dem Konsum von Crack oder Kokain. Von diesem Mann soll Alicia diesmal ihre Drogen bekommen haben. Es besteht der Verdacht, dass du an Minderjährige Kokain abgegeben hast. Ich gebe ihm heute Kokain? Ja. Wo? Hier. Ich hole ihn mal nach Hause. Nein. Ja, wir klären. Ha? Ja. Auf den Toiletten haben wir ein junges Mädchen festgestellt, die noch 4 Kugeln Kokain im Mund hatte und dabei war, Kokain aufzukochen in Form von Crack. Es ist traurig, nimmt aber immer mehr zu. Die Suche nach dem nächsten Kick bestimmt das Leben der Abhängigen. So ist es auch bei der 17-jährigen Alicia. Doch dazu später mehr. Nicole arbeitet seit 7 Jahren an der Polizeistation Raschplatz in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof, einem Hotspot der Drogenszene in Hannover. Die 46-Jährige weiß, nicht nur die Konsumenten, auch die Dealer werden immer jünger. Wir haben jetzt in letzter Zeit 15, 16, 17-jährige albanische Kokainhändler gehabt, die hier regelmäßig Kokain verkaufen. Das ist natürlich erschreckend. Wir begleiten Ralf und seine Kollegen während einer Nachtschicht. Der 41-jährige Polizeioberkommissar ist seit 14 Jahren unter anderem als ziviler Ermittler im Einsatz. Im Fokus der Beamten das Drogenmilieu rund um den Hauptbahnhof in Hannover. Während der Observation ist Ralf unter anderem mit dieser Kollegin über eine abhörsichere Telefonkonferenz verbunden. Wir können während des gesamten Einsatzes mithören. Da unten ist ja jetzt halt die komplette Szene erstmal vertreten. Das heißt, unsere Händler, unsere Konsumenten, der Bereich wird jetzt von uns komplett unter Dampf gehalten, sodass wir sehen, wenn dort Austauschhandlungen stattfinden, Verkäufer stattfinden, dass wir dann auch zeitnah eingreifen können. Was ist denn da gerade noch so, Patrick? Also von hier sieht das schon recht leer aus. Na gut, dann stehen die wahrscheinlich mehr auf der Lidl-Seite gerade. Kann das sein? Wie viele zivile Beamte der Polizei genau im Einsatz sind, bleibt aus ermittlungstaktischen Gründen geheim. In der Einkaufspassage des Bahnhofs beobachten die Beamten einen bekannten Drogendealer, der sich auffällig verhält. Hier steht noch einer mit einer grauen Daumen. Patti, war bei Lidl einer mit einer gelben Weste? Der hat sich jetzt ganz eilig was zu trinken geholt bei Sparkspress und geht jetzt Richtung Stellwerk. Nee, der ist auch nur dazu, der ist reingegangen. Hat er mich verpfiffen? Ja, jetzt ist das eingetreten. Was hätte nicht passiert? Einer unserer Verkäufer hat mich direkt erkannt. Hat es dann jetzt da vorne auch publik gemacht, dass wir halt hier draußen sind. Und jetzt werden sie gerade ein bisschen unruhig, unsere Verkäufer. Um weiter möglichst unerkannt zu operieren, hat Ralf auf der Wache sein Outfit gewechselt. Wie noch öfter in dieser Nacht. Unser Kamerateam bleibt draußen, bei einem zweiten verdeckten Ermittler. Doch plötzlich wird es hektisch. Über die Telefonkonferenz erfährt Ralf von einer Kollegin in Zivil, dass ein Mann im Hauptbahnhof Drogen verkauft. Jetzt geht er weiter in den Bahnhof rein. Ist da jemand, der den übernehmen kann? Einfach ein Büch. Unser Reporter folgt dem 41-Jährigen allein mit versteckter Kamera. Hier wurde jetzt beobachtet, wie einer eine Kugel gekauft hat. Also eine Kugel, Verkaufseinheit Kokain. Und wird jetzt von den
Zivilkollegen kontrolliert. Bei Kontrollen wie dieser wird sofort überprüft, ob die Konsumenten die Drogen noch im Mund aufbewahren. Polizei, ja. Mach auf. Da ist er doch. Sehr gut. Da. So, die Kontrolle ist positiv. Lassen Sie mich los. Ja, richtig aufmachen. Der Dealer ist noch im Hauptbahnhof unterwegs, soll gleich mehrere Konsumenten mit Stoff versorgt haben. Über die Telefonkonferenz ist Ralf mit seiner Kollegin im ständigen Austausch. Wie sieht denn der Händler aus? Blue Jeans, dunkle Sneaker, schwarze Jacke. Wir gehen hoch. So eine schwarze Umhängetasche, relativ gut gebaut, sieht nicht auf den ersten Blick jetzt, finde ich, albanisch aus. Ist denn noch wer da, weil sonst komme ich jetzt auch noch dazu. Aber ihr solltet da auch auf jeden Fall stark auftreten, weil da sind wahnsinnig viele, ne, gerade. Jetzt muss es schnell gehen, denn die Beamten müssen Beweise sichern. Wo ist er? Mach auf. Open. Open your mouth. Dealer und Konsumenten bewahren die erbsengroßen, in Plastik eingeschweißten Kokainkügelchen meistens im Mund auf. So können sie bei einer Kontrolle schnell reagieren. Zunge hoch. Er hat geschluckt. Hä? Zur Info, tragen halt alle ihre kleinen Fläschchen, so wie er ja auch, dass bei Kontrollen noch mal schnell nachgeschluckt werden kann. Ralf trifft hier auch die 17-jährige Alicia wieder, die zivile Beamte schon 2 Stunden zuvor auf einer Toilette mit Kokain erwischt haben. Sie ist nicht allein. Mund auf, Hand. Hier, wir haben auch noch die Kugel bei Alicia. Von dem einen. So, du kommst jetzt mit wieder. Warum, Alicia, warum? Ralfs Kollegen können derweil den Dealer festnehmen, der ihr den Stoff mutmaßlich verkauft hat. Beschuldigter Handel treiben mit Kokain, Abgabe an Minderjährige. Ich hoffe, du bist 21, dann gehst du in Untersuchungshaft. Bei der Kontrolle können die Beamten gleich mehrere Drogendealer festnehmen. Jetzt gilt es, die sichergestellten Mengen Kokain abzuwiegen und zuzuordnen. Das ist die Kugel von Abnehmer 1, ja, den wir direkt kontrolliert haben. Und das ist die bereits angefangene Kugel von Alicia, ihres Zeichen 17 Jahre. Was wieder eine Abgabe an Minderjährige darstellt. Ja. Unsere Wahrnehmung ist wirklich, dass es wirklich zunehmend annimmt. Und auch, dass die Leute mehr werden, die hier verkaufen. Und dass es auch gezielt in diesen jüngeren Bereich geht. Die 17-jährige Alicia wird immer wieder aufgegriffen. Ihre eigene Crack-Sucht finanziert sie durch den Weiterverkauf von Kokain. Wenn ich natürlich so ein junges Mädchen von 17 Jahren hier sehe, die hier regelmäßig Kokain kauft und offensichtlich den Druck so spürt, unbedingt ihrer Sucht nachkommen zu müssen, ja, das macht einen natürlich schon nachdenklich. Und da sind wir teilweise natürlich auch so ein bisschen Sozialarbeiter, weil wir natürlich mit ihr reden, ihr auch aufzeigen, wo sie sich vielleicht Hilfe suchen kann. Tja, aber in den seltensten Fällen hilft es. Eine Betreuerin vom Jugendamt holt die 17-Jährige ab. Doch ihre Sucht wird sie wohl schon bald wieder auf die Straße treiben. Es ist mittlerweile 12:30 in der Nacht. Während die ersten Dealer von der Straße sind, laufen draußen die Geschäfte weiter. Plötzlich im Visier der Ermittler die Drogendealerin Michelice. Ist Michelice da? Ja, Michelice ist hier, ja. Auch schon länger. Wenn die gleich weggehen sollte, dann sag mal Bescheid. Ja. Weil da hieß es, die will gleich los. Michelice ist eine albanische Drogenhändlerin. Seit Jahren steht sie im Visier der Ermittler, war bereits wegen mehrerer Drogendelikte in Haft. Ihre vermeintlichen Komplizen sollen sich hier ganz in der Nähe aufhalten. Da geht jetzt gerade eine Dreierbande weg, da sind jetzt 3 Kollegen hinterher. Der ist so unten auffallen, dass er mal diese typischen Austauschhandlungen gemacht hat. Da vorne ist ein Parkplatz und da sind sie gerade. Also wir kommen jetzt. Ich gehe zum Wald. 2 Beamte in Zivil sind bereits vor Ort. In dem Wagen mit polnischen Kennzeichen befinden sich 3 Männer.
Wo ist Passport? Wo? Eishaus. Wo? Es wurde beobachtet, dass die halt auch wieder zu unseren Verkäufern immer wieder Austauschhandlungen durchgeführt haben. Jetzt war halt die Frage, haben sie verkauft, holen sie Nachschub? Es wird auch immer gern, wie gesagt, an Orten, die so ein bisschen abseits sind, nochmal gebunkert, also weitere Kokainkugeln gebunkert. Die haben wir wahrscheinlich im Auto nur aufgekocht. Jedenfalls liegt da alles bereit. Löffel, Feuerzeug, lag alles schon bereit. 1.30 Uhr. Über die Telefonkonferenz erfährt Ralf, dass die Drogenhändlerin Michelize mittlerweile mit zwei Männern in einer Straßenbahn stadtauswärts unterwegs ist. Observiert von Beamten in Zivil. Um die Kollegen vor Ort zu unterstützen, nimmt Ralf mit zwei weiteren Zivilbeamten die Verfolgung auf. Der fahren wir jetzt hinterher. Wir gucken, was er macht. Wir hoffen natürlich, dass er jetzt Nachschub holt und dann wieder am Lidl versucht zu veräußern. Große Problem, wir müssen bei der wirklich vorsichtig sein, weil die halt sehr erfahren ist und uns schon wirklich alle kennt. Mittlerweile ist die Gruppe ausgestiegen, bewegt sich in unterschiedliche Richtungen, beobachtet von gleich mehreren Beamten in Zivil, verbunden über die Telefonkonferenz. Die gehen auf die andere Seite, scheiße. Die gehen auf die andere Straßenseite rüber. Daniel, könntest du da hinterher? Weil Michelize ist jetzt links rum und die sind rechts rum. Die gehen rüber, die gehen nicht zur Bahn, die gehen rüber. Die gehen wahrscheinlich mit Michelize hinterher. Lars, die gehen in die Fahrstraße rein, wo du stehst. Die sind jetzt an der Kneipe gleich. Die gehen in die Kneipe, die gehen alle in die Kneipe. Dann ist Michelize bestimmt auch da. Ja. Ich glaube, einer ist hinten aufs Klo gegangen. Die Beamten entscheiden sich für den Zugriff, verhalten sich möglichst leise. Denn sie wollen den Überraschungseffekt nutzen. Also, Frau Freundschaft, bis zum März. Bis zum März. Musste keiner los. Was ist denn da los? Zwei der Männer befinden sich schon mal in der Gaststätte. Michelize, die Drogenhändlerin, hat sich derweil auf dem Damenklo verschanzt. Ich muss mal. Hallo! Zunge hoch. Komm mal raus. Komm mal raus. Hände raus aus den Taschen. Irgendwas, woran ich mich verletzen kann? In der Tasche ist ein Messer. In der Tasche ist ein Messer? Genau, hier war nichts. In ihrem Gepäck ein sogenanntes Einhandmesser, Utensilien zum Aufkochen von Kokain und eine Crackpfeife. Drogen können die Beamten bei Michelize und ihren Begleitern nicht finden. An diesem Abend können sie fürs Erste wieder gehen. Der Einsatz scheint beendet. Doch plötzlich wird in einem Hinterhof einer der zivilen Beamten von einem Mann angesprochen und bedroht. Ich brauche nur mit den Fingerstöpseln, hast du drei Punkte auf dem Brust. Der Beamte vermutet, dass der Mann ihm Drogen verkaufen will. Er verhält sich aggressiv. Was willst du von mir? Nimm die Hand da hinten weg. Doch der Mann reagiert nicht auf die Aufforderungen der Polizisten. Zum Eigenschutz zieht einer der Beamten seine Dienstwaffe. Hey, nimm die Hand raus. Knie dich ab. Runter auf die Knie, habe ich gesagt. Hand raus. Du hast Polizisten bedroht. Wie sich herausstellt, hat der Mann kein Drogen, sondern ein Aggressionsproblem. Und wollte sich mit dem Beamten auf dem Hinterhof prügeln. Sein Pech nur, dass er so spät in der Nacht ausgerechnet auf Polizisten trifft. 3 Uhr. Zurück am Hauptbahnhof Hannover. Polizeistation Raschplatz. Es wird weiter gedealt und konsumiert. Und wieder werden albanische Drogenhändler zumindest für eine Nacht an ihrer Arbeit gehindert. Wie lange sind die jetzt hier von der Straße weg? Das kann ich schwer sagen. Es kommt darauf an, wie die Staatsanwaltschaft da mitspielt und wie zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit dem Ausländeramt ist. Es kann zum Beispiel sein, dass die abgeurteilt werden und dass sie danach gleich nach Albanien abgeschoben werden. Dann wären sie erstmal für längere Zeit nicht mehr in Deutschland. Kommen aber wieder? Möglicherweise. Oder andere albanische Kokainhändler. Die Bilanz dieser Nacht? Unter anderem 2 Anzeigen wegen Handels und Abgabe von Drogen an Minderjährige, 12 Anzeigen wegen des Besitzes von Drogen, 6 Anzeigen wegen Handels mit Crack und Kokain.